Marie muss schon früh lernen, sich durchzubeißen. Als ihre Mutter stirbt, ist sie erst 16 Jahre alt. Seitdem kümmert sie sich aufopferungsvoll um ihren 9 Jahre jüngeren Bruder Tim. Timmy, mach mal auf. Es ist schon spät. Ich muss los. Trotz all dieser Belastung verfolgt die attraktive junge Frau ihren großen Traum, Bauingenieurin zu werden, zielstrebig. Voller Elan tritt sie ihren ersten Job an, doch der Traumjob wird schnell zum Albtraum. Sie kann sich als Frau unter den Männern auf der Baustelle einfach nicht behaupten. Das passt doch bei letzten Tagen ins Studio. Männer. Oh Mann, ey. Und auf den Laufsteg. Ja, mit den Schuhen. Sie wird gemobbt, gedemütigt und ausgelacht. Vor allem der Baggerfahrer Heinrich macht Marie das Leben zur Hölle. Der Druck wird der 26-Jährigen zu viel und ihr unterläuft ein grober Fehler, den sie nicht verbergen kann. Heinrich will sie beim Chef anschwärzen. Wenig später wird ihm eine Schaufel auf den Kopf geschlagen. Er stürzt in die Baugrube und bricht sich das Genick. Die Staatsanwaltschaft hat Marie wegen Mordes angeklagt. Frau Klengler, alles okay bei Ihnen? Können wir anfangen? Ja, wir können anfangen. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht mehr zurück ins Gefängnis kann. Ja, da sollten sich jetzt im Moment mal keine Gedanken machen. Erst müssen wir überhaupt klären, durch wessen Schuld der Herr Nagel zu Tode kam. Sie sind doch eine starke Frau. Das haben Sie schon öfters bewiesen, mehr als einmal. Und dann schaffen wir es heute auch. Ich helfe Ihnen dabei. Ich versuch's. Ich weiß aber auch, dass es nicht besonders gut für mich aussieht. Es spricht so viel gegen mich. Darüber sollten wir jetzt mal der Reihe nach sprechen, oder? Ja. Also gut. Ich kann Ihnen aber zu dem Tod von dem Herrn Nagold nicht wirklich viel sagen, weil ich gar nicht auf der Baustelle gewesen bin, als es passiert ist. Und ich meine, ich könnte sowas doch auch gar nicht. Ja, Sie standen unter Druck, unter enormem Druck. Ja, das ist richtig. Aber wissen Sie, ich kriege keine Nacht mehr überhaupt meine Augen zu, weil ich immerzu daran denken muss, wie dieser arme Kerl da unten in der Grube lag. Das Opfer war ja ein Mitarbeiter von Ihnen, mit dem Sie da als Bauleiterin zusammengearbeitet haben. Wie war denn Ihr Verhältnis? Ich habe Herrn Nagold sehr geschätzt. Er war wesentlich älter und demnach auch viel erfahrener. Bei der Firma, bei der ich beschäftigt bin, bei dem Bauunternehmen. Die bauen gerade derzeit das Einkaufszentrum. Und als diese schlimme Sache da passiert ist, da waren wir gerade dabei, die Grube auszuheben für die Tiefgarage. Und da war Herr Nagolds Expertise wirklich sehr, sehr wertvoll. Gut, aber der Mann Nagold, der war ja nur alles andere als wertvoll für Sie. Ne? Der hat sich ja schikaniert, wo es nur geht. Der konnte nicht akzeptieren, dass Sie als Frau Bauleiterin sind. Der hat doch eigentlich alles getan, um Ihnen irgendwie was in den Weg zu schmeißen, oder? So war das doch. Ja, Herr Nagold war vielleicht kein einfacher Mitarbeiter, aber ich bin doch nicht naiv. Ich weiß doch sehr wohl, dass man sich als Frau auf dem Bau erstmal behaupten muss. Ja, muss, aber das haben Sie nicht geschafft. Sie waren doch wochenlang nur Hohn und Spott ausgesetzt. Ist doch alles nicht gelungen, ne? Das zehrt doch an den Nerven, sowas. Ja, die Sprüche waren wirklich mehr wie unter der Gürtellinie. Aber deswegen bringe ich doch niemanden um. Nicht wegen ein paar Macho-Sprüchen. Ja, deswegen nicht, aber es ist ja noch mehr passiert. Ich meine, Sie standen doch unter enormem Druck. Ne? Ich meine, mit seiner Haltung hat er den Bau ja weiter verzögert. Und dann ist Ihnen ja noch zu allem Überfluss ein ganz wesentlicher Fehler unterlaufen. Ja, was ist Ihnen da passiert? Ich habe den Bauplan spiegelverkehrt gelesen. Und welche Konsequenzen hatte das für den Bau? Ich habe die Grube für die Tiefgarage auf der falschen Seite ausheben lassen. Also auf der Nordseite anstatt auf der Südseite. Aber das ist doch keine große Sache. Wir hätten einfach nur die Grube wieder zuschütten müssen und auf der anderen Seite wieder ausbaggern müssen. Ja, wir ist gut. Herr Nagold war einer, der zu diesem Wir gehört. Und der wollte das nicht so einfach tun. Der wollte das Ganze verzögern. Ne? Er wollte sie im Gegenteil noch anschwärzen, dass sie diesen Fehler gemacht haben beim Chef, oder? Davon wusste ich nichts. Oh doch, und Sie hatten doch große Angst um Ihren Job. Ihren Job, für den Sie so sehr gekämpft haben. Ich meine, Bauleiterin zu werden, war doch immer Ihr Traum gewesen. Ja, das stimmt. Ich habe mich immer durchgebissen. Immer. Und das, obwohl ich mich noch um meinen kleinen Bruder kümmern musste. Wieso ganz allein. Mussten Sie sich um Ihren Bruder kümmern? Unsere Eltern sind früh gestorben. Tim und ich, wir leben immer noch zusammen. Und das ist auch ein Grund, warum ich wieder nach Hause muss. Er braucht mich doch. Bitte, meine Schwester ist wirklich unschuldig. Ach, das ist Ihr Bruder da hinten. Ja, bitte glauben Sie mir. Ich weiß, dass das Leben nicht immer rosarot ist. Ist es auch nicht. Aber ich meine, Sie müssen sich ja richtig hochgekämpft haben. Sie sind 26 Jahre alt, fertige Bauingenieurin, Bauleiterin bei einem Großprojekt. Da müssen Sie doch gut sein und sich wirklich hochgearbeitet haben, oder? Ja. Also, dann lassen Sie uns mal das durchgehen, wie das war an dem Tag. Ja? Fangen wir bei dem Bauplan an. Wann haben Sie denn diesen Fehler, dass Sie einen Verkehrturm gehalten haben, bemerkt? Das war an dem Tag. Mein Trupp und ich, wir hatten uns vor 9:30 verabredet zum Meeting. Und da ist es uns aufgefallen. Und war der Herr Nagold bei dem Meeting auch dabei? Ja. Ja, und? Wie hat er reagiert? Hat er sich aufgeregt?
Ja, schon. Ich meine, er wollte sich auch die Grube wieder anschauen, die er zuschütten musste. Und da ist er nicht besonders, ja, er ist halt wütend aus dem Container gestammt. Der ist raus aus dem Container, allein? Ja. Mein Trupp ist noch im Container geblieben und hat Frühstückspause gemacht. Und Sie? Mir war nicht nach Essen. Ich bin zuerst in mein Auto, bin zur nächsten Bäckerei gefahren und hab mir einen Kaffee geholt. Ich musste erst mal wieder einen klaren Kopf bekommen. Und die Angestellten aus der Bäckerei können auch bestätigen, dass meine Mandantin war. Ja, können sie ruhig machen. Das glaube ich ja auch, dass sie einen Kaffee geholt haben. Nur vorher. Vorher sind sie Nagold gefolgt. Den haben sie nämlich gesehen, wie er da telefonierend am Container vorbeigelaufen ist und geflucht hat. Er hat geschimpft, hat gesagt, die verpetze ich für diesen Fehler. Nein. Also, haben Sie telefonieren gesehen? Ach so, den Herrn Nagold, den habe ich telefonieren sehen, sehr wohl. Nur sind Sie nicht gefolgt, ja? Das war ein Zufall. Ich habe ihn überhaupt nicht registriert, als ich aus dem... Sind Sie an der Grube vorbeigekommen, wo der reingestürzt ist? Nein. Da sind Sie gar nicht vorbeigekommen. Na gut, da kommt man doch vorbei, Entschuldigung. Doch. Also jetzt doch. Und haben Sie mal reingeguckt? Nein, ich bin einfach vorbei. Bitte ein bisschen konzentrieren, wenn Sie uns antworten. Erklären Sie mir, wie Ihre DNA an die Schaufel rankommt, den Griff von dieser Schaufel. Sagen Sie mir das bitte. Ich arbeite auf der Baustelle. Und da packen Sie an als Bauleiterin. Nehmen die Schaufel, dann macht die Chefin auch selbst rum, oder was? Ja, selbstverständlich. Ich bin doch keine typische Chefin, die von oben herab ihre Mitarbeiter da delegiert. Da muss man doch auch mal beweisen, dass man als Frau anpacken kann. Also vielleicht mal so viel dazu. Der Herr Nagold, der hat sich mit seiner unkonventionellen, um nicht zu sagen unverschämten Art, bestimmt auch keine Freunde gemacht, sondern im Gegenteil Feinde, Herr Staatsanwalt. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie sich wieder auf meine Mandantin einschießen, die hier einzig und allein als Täter in Betracht kommen soll, obwohl die Landwirtin, Frau Sandra Weber, ebenso ein handfestes Motiv aufzuweisen hat. Welches handfestes Motiv soll das bitte schön sein, Frau Verteidigerin? Ja, sie wollte vertuschen, dass Herr Nagold einen Fund gemacht hat. Worauf spielen Sie da an? Herr Vorsitzender, ich mag jetzt eigentlich noch nicht weit ausholen, aber so viel dazu. Die Landwirtin Sandra Weber wollte ihr Grundstück verkaufen, was ihr am Tattag dann auch noch gelungen ist. Aber dazu musste sie Herrn Nagold erst mal zum Schweigen bringen. Ich weiß auch gar nicht, warum Sie diese Frau Weber einfach so davonkommen lassen. Die hat dem Nagold die Schaufel über den Kopf gezogen, 100 pro. Meine Schwester, die war das nicht. Warum verstehen Sie das denn nicht? Also ich glaube, Sie verstehen Ihre Rolle hier nicht ganz. Als Zuschauer haben Sie, auch wenn Sie der Bruder der Angeklagten sind, einfach hier nichts dazwischen zu reden. Ja, ja, aber ich wollte... Nein, kein Nichts, kein Aber. Naja, ich meine, Frau Weber hat ein Alibi, wollen wir mal festhalten. Ne? Ich meine, vielleicht sollten Sie, Frau Verteidigerin, mit Ihren Theorien nicht das Gericht veralbern. Was heißt hier veralbern? Gut, wenn es keine weiteren Fragen an die Angeklagte gibt. Bitte? Ja. Ja, später, da kommt noch einiges später. Ja, später. Jetzt aber zunächst zu den Zeugen, würde ich mal sagen. Stefan Schweller, bitte, wir treten in die Beweisaufnahme ein. So, sprechen wir mit einem der Bauarbeiter. Herr Schweller, nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Dankeschön. Sie wissen natürlich, dass man als Zeuge hier die Wahrheit sagen muss. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Stefan Schweller, 41 Jahre alt, Sie wohnen in Freising, Sie sind Baufacharbeiter, ledig, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Der Frau Krangler wird vorgeworfen, den Heinrich Nagold auf der Baustelle, auf der Sie auch arbeiten, am 8. Oktober diesen Jahres mit dieser Schaufel hier niedergeschlagen zu haben, sodass er in eine Baugrube stürzte und sich das Genick brach. Ja, und die Krangler, die war es auch. Da sind Sie sich offensichtlich sehr sicher. Ja klar, ich habe schon geahnt, als sie das erste Mal aufgetaucht ist, dass sie nur Ärger bereitet. Und dann, wie sie mit ihrem Kostümchen darum stolziert ist. Schauen Sie sich doch mal an, die passt doch besser in ein Nagelstudio als auf die Baustelle. Das 21. Jahrhundert ist angetreten. Ich dachte, die Dinosaurier sind ausgestorben. Solche platten Macho-Sprüche können Sie sich auch wirklich direkt sparen. Ja, ich wollte Ihnen ja nur klar machen, was ich von ihr halte, nämlich nichts. Das ist klar geworden, ja. Was mich interessieren würde, wäre allerdings, was können Sie zum Verhältnis zwischen der Angeklagten und dem Herrn Nagold sagen? Der Heinrich, der hat sich absolut nichts von ihr sagen lassen. Ich meine, neu im Beruf, grün in den Ohren und von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und die will uns was erzählen. Und das auch noch als Tussi. Ich bin doch nicht die einzige Frau in Deutschland, die den Job macht. Frauen können den Job genauso machen wie Männer. Ach ja, und warum hast du dann vom ersten Tag an nur Scheiße gebaut? Ach komm, spinn dich aus, ey. Du bist doch nur neidisch, weil du nicht studiert hast. Hey, Ruhe auf den billigen Plätzen. Ach komm, jetzt schau dich doch mal an, du bist ein Loser. Du hast es nicht weiter als bis zum Arbeiter geschafft. Und eins sage ich dir noch, meine Schwester verdient locker doppelt so viel wie du. Also es ehrt sie ja, dass sie sich für ihre Schwester einsetzen wollen, aber nicht auf diese Art und Weise. Solche Rufe von hinten, die schätze ich überhaupt nicht. Ja, ja? Aber ich wollte nein, nur... kein Aber. Schluss, aus. Sie erzählen mir jetzt mal, wie war es auf der Baustelle zwischen dem Herrn Nagold und der Frau Krängler? Naja, der Heinrich hat sie halt, der hat sie regelrecht provoziert. Aber ich meine, sie hat sie auch darauf angelegt. Inwiefern? Naja, sie war total hysterisch, weil wir mit dem Bau hinterhergehinkt haben. Wir wollten eigentlich mit dem ersten Frost, wollten wir mit dem Tiefbau fertig sein, aber das ging alles nicht so, wie wir gewollt haben. Zuerst war ein Haufen Grundwasser da, womit keiner rechnen konnte, und dann ist auch noch die Schaufel vom Bagger kaputt gegangen. Ihr habt doch mit Absicht langsam gearbeitet.
Sehen Sie, jetzt ist es schon wieder so hysterisch. Und so ging das den ganzen Tag auf der Baustelle. Jetzt machen Sie doch mal vorsichtig. Jetzt machen Sie doch mal, dass wir vorankommen. Sie glauben doch nicht, dass ich Ärger kriegen will. Und so ging das Gekeife, hat sich der Heinrich absolut nicht dulden lassen. Mag ja sein, aber jetzt erzählen Sie mir mal bitte die Antwort auf meine Frage, nämlich was hat der Herr Nagold konkret gemacht? Naja, der hat halt seine Witzchen gemacht. Ich meine, er hat einmal leider zu ihr gesagt, dass sie ihre Titten uns zeigen soll. Das würde uns dann schon anspornen. Oder dann hat er mit dem Bagger das Scheißhaus von ihr umgefahren und wir haben noch Tage später drüber gelacht. Ach, sowas finden Sie lustig? Ja, Sie nicht? Nee, ich find's primitiv. Ach, was primitiv? Das war doch nur ein Scherz. Und ich meine, in dem Scheißhaus war ja auch niemand. Es ist doch keiner zu Schaden gekommen. Und das, was Sie als Spaß empfunden haben, hat das die Angeklagte auch lustig gefunden? Naja, nicht wirklich. Also, sie war auch ab und zu mal geflennt. Vor allen Dingen dann, als der Heinrich vergessen hatte, wo er ihren Laptop hingestellt hat mit den Bauunterlagen. Also, ich finde es auch nicht lustig. Mir gefällt auch nicht, welchen Ton Sie da anschlagen, gemeinsam auf der Baustelle. Aber wesentlich für heute, für das Verfahren, erscheint mir, dass das Ganze wohl der Angeklagten sehr an die Nieren ging. Sie sagten, sie hätte geweint, auch zwischendurch mal. Das zeigt mir, dass das Fell der Angeklagten wohl doch nicht so dick ist, wie Sie uns hier glauben. Die und ein dickes Fell? Nee. Ja, nicht witzig. Lustig habe ich die ganze Trizerei auch nicht gefunden. Ja. Ja. Herr Nagold, das ging mir einfach alles an die Substanz. Das ist doch nicht normal, so mit mir umzugehen. Aber das ist kein Grund, dass ich ihn umgebracht habe. Ja, hast du wohl. Nein, eben nicht. Ich hab's doch genau gesehen, wie du ihm hinterhergegangen bist. Das ist doch gar nicht wahr. Ach, ich hab's auf jeden Fall gesehen. Jetzt wollen wir mal, Sie sagen, die Angeklagte sei dem Herrn Nagold hinterher. Wie war denn das genau? Ja, also wir haben nach der Besprechung noch Frühstückspause im Container gemacht. Und der Heinrich, der wollte sich das einfach mal anschauen, was sie da wieder verbockt hat. Die ist ja zu blöd, einen Bauplan zu lesen. Herr Schweller, jetzt achten Sie mal auf Ihre Ausdrucksweise, bitte. Ja, aber eins noch. Von wegen Studium, das hat einer Schwester auch nichts genützt. Wir sollen lieber auf Friseuren umsatteln. Da ist es egal, ob man von rechts oder von links anfängt, wenn man also, Haare schneidet. Herr Schweller, ich sag's dir, hör sofort auf, so über meine Schwester zu reden. Tim, beruhig dich. Wenn ich dich zwischen die Finger bekomme, so rede keiner über meine Schwester. Jetzt passen Sie mal auf, jetzt ist es wirklich genug. Ich habe Sie mehrfach verwarnt. So sich daneben zu benehmen, das kann ich hier nicht dulden. Sie gehen jetzt einfach raus. Ich will aber hier bleiben, es geht immer um meine Schwester. Tim, bitte. Sehen Sie noch den jungen Mann nach draußen, der ist des Sitzungssaals verwiesen hiermit. Marie, ich verspreche dir, ich hole dich da raus. Jetzt können wir hoffentlich wieder zum Thema zurückkommen. Der Herr Nagold hat also direkt nach der Besprechung den Container verlassen, ja? Ja, der Heinrich wollte sich das nochmal anschauen und wollte wissen, um wie viel sich das Ganze dann verzögert. Und er wollte dann auch dementsprechend den Oberchef informieren. Und wie hat die Angeklagte auf diese Ankündigung von Herrn Nagold reagiert? Die war dann da geguckt wie so ein Häufchen Elend. Die hätte einem fast leid tun können. Aber dem Heinrich hat es überhaupt nicht interessiert. Der ist einfach rausgegangen. Und dann ist er so nach ein paar Minuten, ist er dann mit dem Handy vor dem Fenster aufgetaucht. Und hat dann so mit der einen Hand das Handy gehabt und in der anderen Hand hat er so zur Chefin gemacht. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ja, ist wohl wahr. Das ist nicht wahr. Genau gesehen. Es mag ja sein, dass Herr Nagold diese Geste in Richtung Container gemacht hat, aber meine Mandantin hat in diesem Moment nicht aus dem Fenster geschaut. Hören Sie doch auf. Ich habe es doch genau gesehen. Von meinem Platz aus konnte ich genau am Fenster rausschauen und ich habe auch gesehen, wo die Chefin gesessen hat. Die hat es auf jeden Fall gesehen. Was war, nachdem der Nagold da mit seinem Handy und diesem Zeichen da am Fenster vorbeigegangen? Die Angeklagte ist dann einfach aufgestanden, hat überhaupt nichts gesagt und ist dann einfach hinterhergegangen. Und ich habe sie gesehen, wie sie dann da in Richtung von dem Bagger verschwunden ist. Was danach passiert ist, habe ich leider nicht gesehen, weil der Bagger dazwischen gestanden war. Aber ich weiß es genau, dass sie ihn umgebracht hat. Ja. Sie war dann jedenfalls der den Herrn Nagold gefunden hat. Ja, ich habe meine Semmel noch zu Ende gegessen und bin dann auch raus. Ich wollte mal nach den beiden schauen, weil ich meine, die haben sich ja ordentlich gestritten. Und ich habe mich schon richtig drauf gefreut, das mitzukriegen. Aber als ich dann um den Bagger rumgekommen bin, ja, da war niemand. Und ich habe dann mehr zufällig in die Grube geschaut. Und naja, da lag der Heinrich dann. Das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Der Tatzeitpunkt, der lässt sich, wie schon gesagt, sehr genau feststellen, weil der Nagel nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als er die Schaufel auf den Kopf bekommen hat, telefoniert hat. Und da hat er eben seinem Chef auf die Mailbox gesprochen. Und die Nachricht, die haben wir da, die hören wir uns mal bei der Gelegenheit an. Beschluss, die Mailbox-Nachricht wird abgespielt und dadurch in Augenschein genommen. Chef, rufen Sie mich doch bitte ganz schnell mal zurück. Ich habe heute was entdeckt, das werden Sie nicht glauben. Als ich heute Morgen... Ziemlich eindeutig, oder, was der Nagold da wollte. Er wollte petzen, ne? Er wollte von Ihrem Fehler berichten, Frau Krängel. Aber Sie wussten das ja zu verhindern. Also, Herr Staatsanwalt, mir fallen da auch noch alternative Interpretationen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Nochmal zu Ihnen, Herr Schweller. Wer war denn außer Ihnen und Ihren Kollegen an diesem Morgen noch auf der Baustelle? Ja, da war noch diese Bäuerin.
Aber wie die heißt, weiß ich auch nicht. Frau Weber? Ja, genau. Was wollte die Frau Weber an dem Morgen denn auf der Baustelle? Ja, die ist mit ihrem Trecker auf ihrem Acker da rumgefahren. Und eigentlich hätte das ja überhaupt nicht mehr nötig, da mit dem Trecker rumzufahren. Die hat den Acker für einen Haufen Geld hat die verkauft. Ich glaube, 250.000 hat sie vom Obermutz von dem Einkaufszentrum bekommen, weil da ja die Parkplätze hin sollen. Was meinen Sie, war der Acker auch so viel wert? Ach, nee. Ich meine, da haben sie doch diesen ganzen archäologischen Scheißdreck gefunden. Und so ein Gräberdingens da. Und jetzt sind diese ganzen Archäologen dran, jetzt verzögert sich der Bau auch wieder. Da drüben hängt unter anderem eine Skizze vom Tatort und der Umgebung. Vielleicht können Sie uns mal zeigen, wo sich der Acker von Frau Weber befindet. Naja, also da bauen wir jetzt gerade das Einkaufszentrum. Und das ist der Acker von der Frau Weber. Was war denn die letzte Arbeit, die Herr Nagold auf der Baustelle verrichtet hat? Ja, der hat hier unten mit dem Bagger gearbeitet. Also genau hier an der Grundstücksgrenze, ja, zwischen genau. den beiden Grundstücken, ja. Einkaufszentrum und genau. Acker. Gut, danke, Sie können sich wieder setzen. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und mit einem Archäologen gesprochen. Und der hat mir berichtet, dass es durchaus möglich ist, dass genau hier in dem Grenzbereich der beiden Grundstücke ja, solche archäologischen Funde und Ausgrabungen möglich sind. Hat eigentlich Herr Nagold Ihnen irgendwas von so einem Fund erzählt? Nee. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass er genau so einen archäologischen Fund dort gemacht hat, an jenem Vormittag. Und genau das hat er zum Anlass nehmen wollen, um seinen Chef darüber zu informieren. Er wollte sagen, was er dort gefunden hat, um ihn vorzuwarnen, dass es sich möglicherweise um ein archäologisches, ja, interessantes Gebiet handelt. Und wie man sieht, es ist ja heute auch das Gräberfeld, was die Baustelle verzögert. Und wenn der Chef Wind davon bekommen hätte, dann wäre der Grundstückskauf von Frau Weber geplatzt und ihr wären 250.000 Euro durch die Lappen gegangen. Also das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Frau Weber den Herrn Nagold getötet hat, um zu verhindern, dass der seinem Chef von seinem archäologischen Fund erzählt. Genau. Und auch die Verkaufsverhandlungen über das Grundstück haben ja just an jenem Nachmittag erst stattgefunden. Also mit Verlaub, aber das ist doch alles Quatsch. Frage an Sie, haben Sie denn Frau Weber um 20:10 auf oder auch nur in der Nähe der Baustelle gesehen? Nee, nicht wirklich. Sie, schauen Sie mal bitte da draußen nach dem Rechten. Wollen Sie denn also, was? Sie müssen mir sagen, lassen Sie mal die Frau jetzt lassen los, Sie mich ja? doch in Ruhe. Sie wissen doch ganz genau, was ich meine. Nein. Das, was der Nagold hat verschwinden lassen. Also es reicht jetzt, ja? Nicht. Kommen Sie schon. So unmöglich. Nur damit man nichts nachweisen kann. So, es reicht jetzt wirklich da draußen. Wenn Sie die Frau Weber sein sollten, dann kommen Sie bitte direkt hier rein. Dann ist nämlich da draußen Ruhe. Und junger Mann, es reicht jetzt wirklich. Ich habe Sie vorher schon verwarnt. Sie verlassen jetzt direkt das Gerichtsgebäude. Schluss, aus, Amen. Und wenn nicht, dann lasse ich Sie mit Gewalt nach draußen bringen. Also Sie haben es gehört. Ich werde schon beweisen, dass Sie das Abflug. Waren. So leicht kommen Sie nicht davon. Abflug, Abflug. So, hat noch jemand Fragen an Herrn Schweller? Ich habe keine Fragen, Herr Schweller, danke. Dann bleiben Sie unvereidigt und Frau Weber, Sie kommen doch direkt mal nach vorn, bitte. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Zusätzlich belehre ich Sie 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Natürlich. Sie heißen Sandra Weber, 41 Jahre alt, Sie wohnen in Freising, Sie sind verwitwete Landwirte, nicht verwandt oder verschwägert, nehme ich an. Nein, aber ich kenne das arme Ding. Mein Acker war direkt neben der Baustelle und da bin ich öfter mal rüber und da habe ich Marie kennengelernt. Gab es denn einen Grund, dass Sie die Baustelle öfter besucht haben? Ach, wissen Sie, wenn man so einen Hof wie ich alleine bewirtschaftet, dann ist das öfter mal sehr einsam. Also Kühe sind jetzt nicht die tollsten Gesprächspartner und naja, ich bin halt ein geselliger Mensch. Und wieso haben Sie die Angeklagte gerade eben ein armes Ding genannt? Ach, die hat auf der Baustelle keiner so richtig ernst genommen. Also einfach nur, weil sie eine Frau ist. Also ich hätte mir das nicht gefallen lassen. Und ich habe Marie das auch tausendmal gesagt, aber naja, sie kann sich eben nicht so richtig wehren. Haben Sie selbst denn direkt mal mitbekommen, dass die Angeklagte da auf der Baustelle Autoritätsprobleme hatte? Ja, sicher. Öfter sogar. Das waren so Kleinigkeiten, so spitze Bemerkungen. Und manchmal war es aber auch schon ein bisschen härter. Ja, können Sie da mal Beispiele nennen? Also einmal hat der Nagold, der Tote, gesagt, man müsste die Marie nur mal so richtig... Und das wäre gut für die Nerven. Also, die Marie hat überhaupt nicht reagiert. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also, ich habe dem die Meinung gegeigt, das kann ich Ihnen sagen. Wie? Ja, ich habe dem hinterhergerufen, ihm gehört der abgeschnitten, damit nur ein bisschen Blut fürs Gehirn übrig bleibt. Ach, so muss man mit diesen Deppen reden. Die verstehen doch keine andere Sprache. Auch wenn es vielleicht nicht die feine Art ist. Aber... Das ist es wirklich nicht. Naja, als Frau muss man sich doch schließlich mal wehren, oder? Mhm. Aha, dann werden Sie Gewalt gegenüber also auch nicht abgeneigt. Also da ist ja wieder der berühmte Strohhalm. Wie gut, dass Sie den immer noch haben, Frau Verteidiger. Gott sei Dank. Ja. Das war's aber dann auch, ne? So Frauen wie dich kenne ich.
Nur weil sie keinen abkriegen, da fühlen sie sich auch wie im Manzen. Du bist doch auch so eine Lesbe, oder? Herr Schweller, jetzt reicht's aber wirklich. Also mein Sexualleben geht dich überhaupt gar nichts an. Und wenn du der letzte Mann auf der Welt wärst, dann würde ich dich nicht nehmen. Da wäre ich lieber lesbisch. Und bei euch sind doch sowieso alle solo, ist doch kein Wunder. Also, vielleicht können wir das einfach mal beiseite lassen. Ihr Sexualverhalten interessiert mich überhaupt nicht. Und zwar von keinem hier. Und gegenseitige Provokation bringt uns auch nicht weiter. Klar? Punkt. Okay. Können wir dann zum Thema kommen? Am Tatmorgen sollen Sie auch auf der Baustelle gewesen sein. Wieso? Ja, ich wollte mich von allen verabschieden. Das war nämlich der Tag der endgültigen Verhandlungen. Also ich habe den Acker an dem Nachmittag verkauft. Mhm. Ja, und da wird doch jetzt dieser Parkplatz gebaut für das neue Einkaufszentrum. Und ich finde, das ist auch gut so. Wie meinen Sie das? Ach, wissen Sie, ich habe die Schnauze voll vom Leben als Landwirtin. Man muss morgens um 4 Uhr aufstehen, den ganzen Tag schuften bis zum Umfallen und immer alleine. Nee, seit mein Mann tot ist, hält mich auf dem Hof nichts mehr. Ja, aber an dem Tag, da ist mir doch ein bisschen anders geworden. Ich habe plötzlich so nostalgische Gefühle gekriegt. Ich habe so darüber nachgedacht, wie viele Stunden ich auf diesem Acker verbracht habe. Und mein Mann auch. Naja, und dann habe ich halt beschlossen, mit dem Trecker noch eine Ehrenrunde zu drehen. Und dann habe ich die letzte Stippvisite auf der Baustelle gemacht. Und da haben Sie eine Beobachtung gemacht? Hm? Naja, ich habe schon was mitbekommen. Aber eins sage ich Ihnen, die Marie hat dem garantiert nicht die Schaufel übergebraten. Das kann die doch gar nicht. Schauen Sie denn die doch mal an, dieses zarte Wesen. Es gibt uns doch einfach mal Gelegenheit, uns unsere eigene Meinung zu bilden. Hm? Okay. Also, im Nachhinein muss ich sagen, war das schon ein bisschen makaber. Und zwar hat an dem Morgen der Nagold erzählt, er wäre den Tod von der Schippe gesprungen. Also jedem, der es hören wollte. Und zwar ist er wohl mit dem Moped zur Arbeit gefahren und dann hat ihm Autofahrer die Vorfahrt genommen und er konnte so gerade noch ausweichen. Ja, also wörtlich hat er jedenfalls gesagt, sonst hätte mich der Sack platt gemacht. Und hat die Angeklagte das auch mitbekommen? Ja. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie hat leise gesagt, hätte es doch geklappt, dann wäre mein größtes Problem gelöst. Ja, ich habe nachgefragt. Wie bitte? Also ich habe nicht geglaubt, dass die das ernst meint, aber sie hat dann tatsächlich klipp und klar gesagt, sie wünschte, der Nagold wäre tot. Ja, da haben wir es doch. Das ist doch der Beweis. Was für ein Beweis denn? Ist doch alles schon 2 Stunden vorher passiert, bevor der Fehler mit der Tiefgarage erst aufgefallen ist. Ja, aber es zeigt doch immerhin, wie hasserfüllt ihre Mandantin gegenüber Herrn Nagold war. Ja, aber das kann man wohl festhalten. Das hat die doch niemals ernst gemeint. Also hören Sie mal, wenn alle Leute, denen ich den Tod an den Hals gewünscht habe, jetzt schon tot wären, dann wäre ich als größte Massenmörderin in die Geschichte eingegangen. Ja, für eine Massenmörderin halte ich Sie jetzt nicht, aber für meine Begriffe haben Sie Herrn Nagold auf dem Gewissen. Was, ich? Ja, wollen wir doch mal mit ganz einfachen Fragen anfangen. Den Hof, den hätten Sie doch nicht aufgeben können, wenn Sie den Acker nicht verkaufen könnten. Ja, natürlich nicht. Wissen Sie, wie die Situation der Landwirte heute ist? Da kauft sich doch keiner einen Hof. Der Verkauf war Ihnen also sehr wichtig, ja? Und so wie ich mitbekommen habe, haben Sie sich an dem Tag ja auch noch mal um 50.000 Euro runterhandeln lassen. Ja, aber das war doch nur, weil das ging doch nicht anders. Ich meine... Es ging nicht anders. Wissen Sie, was ich aber komisch finde? Sie haben in der Zeit davor, vor dem Verkauf, immer rumgetönt, unter 300.000 Euro verkaufe ich nicht. Und just gehen Sie am Nachmittag, ja, nachdem das passiert ist, nachdem Herr Nagold verstorben war, hin und geben eben mal um 50.000 Euro nach. Finde ich sehr seltsam. Aber da waren doch noch mehr Leute, die ihre Äcker verkaufen wollten. Und ich wollte eben, dass er meine nimmt. Ja, und warum wollten Sie, dass Ihrer genommen wird? Weil Sie auf den Verkauf dringend angewiesen waren. Sie hatten mit dem Geld schon spekuliert und Sie haben mit dem Geld auch bereits ein Haus gekauft. Sie wollten nicht nur den Hof aufgeben, sondern Sie wollten auch umziehen. Und zwar zu Ihrer Tochter, 200 Kilometer entfernt. Und dort hatten Sie bereits auch ein kleines Häuschen gekauft. Ja, das stimmt ja auch. In 2 Wochen ist der Umzug. Ich wollte noch was vom Leben haben. Ich meine, als mein Mann gestorben war, ich hatte doch keinen mehr in Freising. Was stand dem Verkauf entgegen? Nur noch Herr Nagold. Das ist doch Unsinn. Sie haben an dem Morgen von dem archäologischen Fund des Herrn Nagold erfahren, den er mit seinem Bagger gemacht hat. Und dann haben Sie das Fundstück an sich genommen, die Schaufel genommen und Herrn Nagold damit auf den Hinterkopf geschlagen. Ich weiß damit nichts. Niemand was von diesem Fund erfährt. Ich weiß doch gar nichts von einem Fund. Ach, keine Ahnung. Natürlich wissen Sie das. Sie haben dieses Fundstück an sich genommen, haben es verschwinden lassen, damit das nicht an die große Glocke gehängt werden kann.